Als ich das erste Mal vom Anwar gehört habe, vom ersten E-Mail-Kontakt, war mir schon klar, dass das nicht einfach werden würde. Und dass es fraglich ist, ob er diese Sache überleben würde. Der Tumor war einfach so groß und vor allen Dingen war der Tumor auch in seinem Körper so verstreut, dass eigentlich keine Hoffnung bestand, ihn langfristig überleben zu lassen. Aber als ich dann die Bilder gesehen habe, wie er in Marokko dort gelegen ist, ja, mit diesem großen Tumor und mir erzählt hat, dass er einfach nur dort vor sich hin vegetiert, ja, nicht aufstehen kann, nicht normal auf die Toilette gehen kann, dann habe ich gesagt, okay, wir können ihn wahrscheinlich nicht retten langfristig, aber wir können seine Lebensqualität verbessern. Und ich denke, wir können ihm ein Stück Würde zurückgeben. Deswegen habe ich dann auch gesagt, dass wir ihn annehmen würden. Solange klar ist, dass die Eltern wissen und auch die Gesellschaft, die das Ganze ja finanziert, weiß, dass das ein sogenanntes palliatives Vorgehen ist. Das heißt, es ist nicht, wir können ihn nicht heilen, aber wir können die Situation verbessern, in der er ist. Ich kann mich noch gut erinnern, als er zu uns auf die Station kam und zusammen mit seiner Mutter und vor allen Dingen seiner Oma, die eine sehr starke Frau ist, ja, und die uns sehr geholfen hat dabei. Ja. Sie wissen ja, dass die Mutter war schwanger zu der Zeit und ich muss sagen, die Oma hat dieses nette bisschen Humor, das uns allen geholfen hat, ja, in der Verständigung. Muss man sagen, in den nächsten Tagen ist er nur sehr krank geworden. Und zwar dieser Tumor hat ja unglaubliche Mengen an Blut auch herausgezogen aus seinem Körper. Und dann, das passiert manchmal bei Tumoren, dass die auf einmal anfangen zu bluten. Und ich glaube, wenn er nicht hier gewesen wäre, wäre das ein Ende gewesen. Dann ging er auf die Intensivstation, hat Transfusionen bekommen und dann haben wir uns entschieden, nach einer reiflichen Diagnostik diesen Tumor anzugehen. Ich muss sagen, das war einer der größten Tumoren, die ich je operiert habe. Und es war uns nicht klar, ob er diese Operation überleben würde. Und das, so haben wir das auch den Eltern gesagt. Tatsächlich konnten wir dann das meiste von dem Tumor entfernen und er hat das eigentlich super gemacht. Ich muss sagen, für so einen kleinen Jungen, der so auch krank und so schwach ist, ja, hat er das wirklich toll gemacht. Das kann man nur dann, weil man wirklich ein Kämpfer ist und das ist er definitiv gewesen. Einer der großen Erfolge, auch wenn wir nicht heilen konnten, einer der großen Erfolge ist,
dass er nach der OP auch auf eigenen zwei Beinen stehen konnte. Und ich denke, das ist so ein Zeichen, ich bin noch hier, ich bin noch auf der Welt. Er hat weitergekämpft. Ich meine, wir haben ihn lange auf der Station gehabt. Alle Leute haben ihn lieb gewonnen. Ja, so ein gut aussehender junger Mann. Mit der Zeit war es dann klar, dass der Tumor eben nicht nur da unten war, sondern auch im Bauchraum, vor allen Dingen auch in der Lunge. Und dass es dann sehr schwierig wurde für ihn zu atmen, weil der Tumor eben auch in der Lunge war. Man muss verstehen, wenn der Tumor, wenn es nicht um einen einzelnen Tumor handelt, den man entfernt, sondern ja 20 oder 30 verschiedene Herde in der Lunge sind, dann kann man das nicht mehr, man kann es nicht mehr entfernen, man kann es nicht mehr chirurgisch entfernen, weil man kann ja nicht die Lunge rausschneiden. Und wir hatten dann auch Kontakt zu unseren Onkologen, und weil wir gedacht haben, vielleicht gibt es noch irgendwie eine Art Chemotherapie, die ihm helfen kann. Aber es waren sich eigentlich alle ziemlich einig, dass das nur das Leiden verlängern würde. Und ich muss sagen, was auch dann wirklich gut geklappt hat, ist, dass wir dann gleich einen Platz in dem Hospiz in Wiesbaden bekommen haben. Und das ist meiner Ansicht nach sehr wichtig, dass es solche Plätze gibt, die es ermöglichen, dass Leute in den letzten Momenten ihres Lebens eben dieses menschenwürdige Leben haben und das Gefühl haben, Leute sind um sie herum, die sich um sie kümmern, die mit ihnen sind. Ja. Sie sind nicht allein gelassen dabei. Und und dann wissen sie selbst, dann ist er dort verstorben. Und ich muss sagen, auf der Station waren wir alle sehr, sehr traurig darüber. Aber auf der anderen Seite war das auch etwas, was wir erwartet hatten. In der Zwischenzeit hat seine Mutter ja ein Kind auf die Welt gebracht. Ja. Und ich muss sagen, das ist eine der bewegendsten Geschichten, die ich kenne. Ja. Dieses Kurzzusammensein zwischen einem kleinen Jungen, der von dieser Welt geht, und einem anderen kleinen Jungen, der auf die Welt kommt. Und ich meine, das ist das Leben, ja, das ist, wofür wir da sind. Und es gibt uns irgendwie auch eine eigene Reflexion, dass wir sind alle nur für kurze Zeit auf dieser Welt. Ja. Manche leben mehr, länger, manche kürzer. Wir hinterlassen irgendwie Fußstapfen in der Welt. Und das hat der einmal bei uns gemacht, definitiv. Assalamu alaikum, Anwar, wa rahmu, wa sallu, wa rahmu, shalli muslimi. كنت كل الناس يعبدوا دي وقفوا مع أنوار من داخل المغرب وخارج المغرب وأمهات جيب كواري وبقافهم بزاف وغيشة في جميع مرضى المسلمين وقلبي كيتحرك مع كل أم ودا مريض وكنشكر كذلك جماعة تويزر اللي تيحاولوا تجيبوا لهنايا باش عيدي العملية وهي بس كنشكر جميع المحسنين اللي وقفوا معايا وكنشكر خويا مجيد وقت نورا اللي لقيت هنا وجاي من واحد لقيتو والحمد لله أنوار باقي معايا ما مشاش باقي في قلوبنا وكنشكر الأطباء ديال الألمانية اللي تعاملوا مع ولدي حسن معاملة ما ننساش خيرهم والحمد لله ربي عطاني وربي بغى ما عندي ما نديك Thank you.
Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben gespendet und ihm Wünsche zukommen lassen und unsere Gedanken geschenkt. Doch die Entscheidung lag bei unserem Schöpfer, der den kleinen Anwar zu sich nahm. Anwar hat seinen kleinen Bruder und Eltern hinterlassen, die all ihr Hab und Gut und noch viel mehr für ihn gegeben haben. Tuisa möchte diese Familie nicht vergessen, so wie wir den kleinen Anwar nie vergessen werden. Darum möchten wir Anwars Familie nachhaltig unterstützen und ihnen helfen, sich eine neue Zukunft aufzubauen. Niemand anderes als euch könnten wir um Hilfe bitten und die Familie nach all der schweren Zeit wieder mit Hoffnung positiv nach vorne schauen zu lassen. Spendet jetzt.